Hallo zusammen, na, wie geht's euch? Alle noch gut dabei? Ich weiß, ich stelle die Frage immer wieder, aber ich denke mal, sie ist nicht ganz ohne Grund angepackt oder angesagt. Wir starten sofort und zwar, wir gehen wieder am Ort. Greifen mit den Schultern. Geht's euch gut? Ich war das letzte Wochenende auf so einem kleinen Workshop, auf einer Weiterbildung. So was mache ich gerne, um mein den eigenen geistigen Input ein bisschen aufzufrischen und vielleicht mich aus dieser Alltagshamsterschlaufe rauszubringen, damit meine Gedanken nicht zu sehr verrannt werden. Kennt ihr das? Achtung, wir werden größer mit den Bewegungen. Ein ganz cooler Satz war gewesen, die haben heute angeschrieben, und zwar, wer im Leben was bewegen will, fängt am besten bei sich selbst an. Egal worum es geht, ob es um Sport, Ernährung oder vielleicht die Erfüllung anderer Wünsche und Ziele, auch beruflich ist. Werdet wieder kleiner. Knie geht hoch, hoch, hoch. Ihr müsst in Bewegung kommen. Und Leute, selbst wenn ein Tag scheiße läuft, sorry für die Wortwahl, fangt am nächsten Tag wieder an. Denn das bringt euch zum Erfolg. Wenn da mal ein Stolperstein, ein Schlagloch ist, wenn ihr dort drin hängen bleibt oder liegen bleibt. Wer hat da gewonnen? Keiner. Besonders nicht du. Achtung. Ja, schön über Kreuz. Kennt ihr ja mittlerweile. 4, 3, 2 und locker lassen. So, wir tun die Handgelenke noch mal ein bisschen kreisen und ihr bleibt bitte im March, also am Ort gehen. Anders herumkreisen. Wir gehen nach unten. Wir haben heute viel Armtraining. Ich bin wieder fit in Form. Obacht, ich werde es ein bisschen bequemer machen. Bin ja auch bequem. So. Okay, passt auf. Ihr legt euch auf die Seite, Unterarm, Ellbogen, Schulter in einer Linie aufgestützt. Seid ihr soweit? Das untere Bein winkelt ihr nach hinten an. Okay? Bauchknöpfchen Richtung Wirbelsäule, Schulter hinter. Achtung! Pieper an. Ihr geht mit der Hüfte nach oben, nehmt das Bein hoch, den Arm über den Kopf, seid ihr soweit. Und jetzt zieht ihr Ellbogen zum Knie ran und strecken. Kippt bitte nicht nach vorn, bleibt über die Seite. Atmen nicht vergessen und das Bauchknöpfchen Richtung Wirbelsäule. Kommt ran. Ran. Bewusste Bewegung, nicht hektisch werden. Wir noch Chicken Wings heute haben. Schön atmen, kommt ran. Und locker lassen. Wir wechseln sofort die Seite. So, okay, unteres Bein anwinkeln, oberes gestreckt. Unterarm aufgestützt. Ellbogen, Schultern in einer Linie. Ja, und hoch mit euch. Ja, Bauch ist fest. Bein abheben. Arm über Kopf. Und ran und strecken. Ran und strecken. Atmen, atmen. Und ran und strecken. Bitte fallt nicht nach vorn. Schön über die Seite. Wenn es wirklich mal kraftmäßig nicht mehr klappt, dann setzt ihr nur die Fußspitze ab und nehmt den Arm weiter, okay? Aber ihr bleibt mit der Hüfte oben und ihr bleibt in Dynamik. Und absetzen. Achtung, jetzt wird es spannend. Ihr setzt die Beine hüftbreit auf, ihr setzt die Hände auf. Habt ihr das? Jetzt nehmt ihr das Becken hoch, Blick geradeaus, sorry, dass ich euch gerade nicht angucke. Und jetzt wieder entgegengesetzt, Knie zu Ellbogen. Waren das die richtigen Körperteile? Knie, ja, Ellbogen. Ich verwechsel da manchmal was. Bauchknöpfchen Richtung Wirbelsäule. Po ist schön oben, immer wieder hochdrücken. Auch hier, werdet nicht hektisch. Wenn ihr merkt, boah, fällt mir schwer, dann macht langsam, aber saubere Ausführung. Hep. Hep. Atmung nicht
vergessen. Und absetzen. Super. Alles auf Start. Unterarm aufstützen, Ellbogen, Schulter in einer Linie. Seid ihr soweit? Unteres Bein ist angewinkelt. Wir nehmen das Becken nach oben. Kopf bitte nicht hängen lassen. Bein abheben. Arm über Kopf. Seid ihr soweit? Ranziehen. Strecken. Schön über die Seite. Ran. Strecken. Bitte fallt nicht nach vorn. Ran. Strecken. Atmung nicht vergessen. Und ran. Strecken. Jawohl. Beißt euch durch. Die paar Sekunden schaffen wir zusammen. Kommt. Und absetzen. Wir wechseln zur anderen Seite. Bauch fest, Schultern hinter. Unteres Bein ist angewinkelt und hoch mit eurem Popöchen. Bein abheben, Arm über Kopf und wir ziehen wieder ran. Jawohl, sehr gut. Habt ihr manchmal ein Problem mit Durchhalten? Ganz ehrlich, seid mal kritisch zu euch. Was sind so eure Themen? Gern könntet ihr auch was kommentieren mal unter einem Video. Vielleicht kommen wir da einfach mal in den Austausch gemeinsam. Auch mich kann das nur bereichern. Gleichmäßig atmen. Und mir tut es einfach gut, gerade an solchen Wochenenden mit den Workshops auch mal außerhalb dem normalen Umfeld Energie zu tanken und mit frischem Input wieder in die neue Woche zu starten. Reverse Plank. Also, Hände aufsetzen, Blick geradeaus und entgegengesetzt Knie zur Ellbogen. Ran. Ganz viele Sachen auf den Workshops habe ich schon ganz oft gehört. Aber ganz ehrlich, wie viele davon habe ich umgesetzt? Das ist das. Und die Wiederholung bringt zum Schluss für mich auch den Punkt, dass ich jedes Mal mit frischen Gedanken einen neuen Punkt anfange umzusetzen. Und damit auch einfach meinen Zielen, Wünschen näher komme und für mich meine persönliche Lebensqualität und Zufriedenheit immer mehr Schritt für Schritt steiger. Lala, atmet, atmet. Und absetzen. Lockern, Schultern kreisen, Leute. Sehr gut gemacht. Wir kommen nach oben, bitte. Kreisen mit den Schultern nach hinten. Nehmt die Arme in Schulterhöhe und öffnet sie. Spürt ihr die Dehnung? Nehmt die Arme nach vorn, macht euch richtig lang. Runder Rücken. Und die Arme hinter dem Oberkörper ein Stückchen wegstrecken. Der eine oder andere kann das von euch bestimmt viel weiter als ich. Ich glaube, so richtig flexibel. Manko bin ich nicht. Und locker lassen. Schüttelt die Arme aus. Ich wünsche euch einen tollen Tag, einen tollen Abend. Genießt das Leben, egal was manchmal auch Komisches passiert. Bis bald.